Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Civilization 4 Beyond the Sword mit der Bugmod und gegen die hinterhältigen Perser, die uns vorhin den Krieg erklärt haben. Also vor einiger Zeit schon, aber wir sehen, erforscht gerade an der Währung. Wir könnten vielleicht auch noch in einiger absehbarer Zeit einen Frieden mit den Persern erreichen, was, glaube ich, ganz angebracht wäre. Und ich muss einfach sagen, wenn ich mir das jetzt mal so angucke, was ich hier bisher geschafft habe, ich habe einfach so viel falsch gemacht. Das ist so schrecklich. Aber ich habe so lange nicht mehr gespielt. Ich war, also dieser Krieg gegen Gilgamesh, der war eigentlich eine totale Noob-Entscheidung. Und das hätte nicht unbedingt sein müssen. Und also ich hoffe, dass ich es irgendwann in einiger Zeit nochmal schaffen werde, ein Let's Play zu machen. Also ich werde auf jeden Fall nochmal ein Let's Play zu Civilization 4 Beyond the Sword machen, wo ich dann mir ein bisschen mehr Mühe geben werde, die Diplomatie richtiger auszuspielen und so. Das sind einfach Sachen, die habe ich hier total vernachlässigt. Und sagen wir mal so, okay, auf König geht's halt auch noch, auf Kaiser wird's dann halt schon schwieriger. Typisch für solche Schwierigkeitsstufen wie Kaiser und Unsterblicher ist eigentlich, dass die Entscheidungen eher im Late Game fallen, also dann, wenn man beispielsweise schon das Schießpulver entwickelt hat. In der Regel fallen die wirklichen Kriege auch erst dann ins Gewicht und brechen auch erst dann aus. Dann kommt noch hinzu, dass ich hier doch einige Probleme habe mit meiner Wirtschaft. Das seht ihr hier, ich bin mit der Forschung auf 20% runter. Alles, was momentan erforscht wird, wird eigentlich nur noch durch die Wissenschaftler in meinen Städten. Städtewachstum, das hat eigentlich ganz gut geklappt bisher, erbracht. Also hier seht ihr es zum Beispiel. Und aber wie gesagt, also ich habe da so ein paar schwerwiegende Fehler gemacht und muss jetzt mal gucken, dass ich hier gegen Kyrus was aufs Ei kriege. Ich habe auch übrigens noch was total vergessen. Das hätte ich auch nochmal nachgucken können. Also es ist folgendermaßen, die AI-Charaktere haben gewisse Präferenzen und Eigenschaften, wie die sich verhalten, ja. Also wann die Krieg erklären und wann nicht. Und Kyrus ist einer von denen, bei dem das Militär doch einen sehr hohen Stellenwert hat. Und beispielsweise Hammurabi ist einer, wo das Militär nicht so einen hohen Stellenwert hat. Wir sehen übrigens momentan, er ist vorsichtig gegenüber Günther Shadow. Das wird immer unterschiedlich gemacht. Und hier steht zum Beispiel verärgert gegenüber Günther Shadow. Das ist auch übrigens hier bei Kyrus der Fall. Also wir sollten gucken, dass wir demnächst mal die diplomatischen Beziehungen verbessern und uns dann nochmal ein bisschen ausruhen, versuchen, unsere Wirtschaft etwas weiter zu konsolidieren. Ja, und Achso, ich muss mir gerade nochmal die Felder hier einblenden. Ja, auch noch so eine andere Sache, zum Beispiel bei der Städtegründung. Also ihr seht ja, ich habe immer versucht, die Städte hier in einer gleichmäßigen Distanz zu halten, dass die alle Felder bewirtschaften können. Das ist eigentlich nicht so dringend nötig, muss ich jetzt sagen. Also vielleicht wäre es da angebrachter gewesen, auch mal hier noch eine Stadt vielleicht hier an der Küste zu gründen. Dann haben wir natürlich zwar hier mehrere Feldüberlagerungen, aber dafür kriegen wir halt den Wein halt direkt und solche Sachen. Also das habe ich auch ein bisschen vernachlässigt. Es ist eigentlich wichtig, also so wie es jetzt momentan ausgelegt ist, das erkläre ich vielleicht nur kurz. Hier seht ihr ja immer den Umfang der bewirtschafteten Fläche. Das mache ich mit der Bugmod, mit Alt-X. Dann kriege ich hier dieses Teil und kann hier diese Einteilungen hinsetzen. Also das mache ich mit der Bugmod und es ist eigentlich eher fürs Late Game ausgelegt und vielleicht werden wir da überhaupt nicht mehr hinkommen, weil wir die Perser vorher schon wegloppen können und sobald wir natürlich noch gegen Hammurabi und gegen Gilgamesh weiter vorgegangen sind, dann haben wir es eigentlich gepackt. Wir müssen jetzt eigentlich gucken, dass wir hier die Grenzen sichern, dass wir unsere Wirtschaft konsolidieren und unsere Städte ein bisschen weiter ausbauen. Ich muss mir mal ganz kurz die Nase putzen. Moment mal bitte, Jungs. So, da bin ich wieder. Okay, und was habe ich noch vergessen zu sagen? Es waren noch ein, zwei Dinge, die wollte ich erwähnen. Vielleicht fallen mir die später nochmal ein. Schauen wir uns nochmal ganz kurz die Forschung an. Wir stehen momentan auf Eisenverarbeitung. Das habe ich gemacht, weil ich... Jetzt muss ich nochmal überlegen. Habe ich den Kalender schon? Den Kalender habe ich nämlich noch nicht, ne? Wir sollten danach auf jeden Fall aufs Alphabet gehen. Damit wir Technologiehandel betreiben können. Also, stimmt, genau die Seite wollte ich euch nochmal nennen. Moment, ich gucke es mal gerade nach. Ich muss mal gerade nebenher noch meinen Browser aufmachen. Und dann sage ich euch nochmal kurz, auf welcher Seite ihr das nachlesen könnt, welche Eigenschaften diese unterschiedlichen Anführer haben. Das ist nämlich immer irgendwie ein bisschen schwierig zu finden und man braucht doch irgendwie einen, ja, man braucht da irgendwie ziemlich lange,
bis man mal so eine Seite gefunden hat, wo man das alles nachlesen kann. So, wo ist es? Ah ja, genau, die Seite heißt civwiki.de, also civ und dann wiki ist klar.de. Und da könnt ihr mal nachgucken. Da findet ihr einige Beschreibungen zu den Charakteren. Das ist wirklich sehr hilfreich. Okay, ich werde das hier mal so nebenher noch ein bisschen benutzen müssen wahrscheinlich, um mir das, weil wir haben ja erst auch 2 oder 3 Seiten kennengelernt und wir müssen jetzt gucken, dass wir zu den Leuten mal ordentliche diplomatische Beziehungen bekommen. Die Frage ist, brauchen wir hier jetzt den Axtkämpfer? Oder sollen wir hier nicht mal was anderes bauen? Jüdischen Missionar brauchen wir nicht unbedingt. Die Stadt hier ist, also Uruk ist eigentlich sehr gut. Wir haben vor allen Dingen hier momentan ja zwei Wissenschaftler drin, die hier arbeiten. Wir haben also die Spezialisten momentan. Ach so, Uruk ist schon 10 auf 10. Das ist noch, weil wir da vorhin die Bevölkerung gepusht haben. Alles klar. Und hier ist ansonsten alles so weit entwickelt. Ihr wisst ja, ich mache die Parts immer mehr. Ich mache immer mehrere Parts auf einmal. Das hat aber dann immer zur Folge, dass ich mal so reingucken muss, wann ich mich hier, dass ich mich erst nochmal so reinfinden muss, was ich halt das letzte Mal überhaupt genau gemacht habe. Ja, Dschungel abholzen ist natürlich eine feine Sache, aber ist eigentlich jetzt auch nicht so die Mega-Priorität. Eridu ist gut ausgebaut. So viel Bautrupps brauche ich momentan, glaube ich, nicht. Hier bauen wir eine Hütte. Das ist nur zu 93% sumerisch, was irgendwie ganz witzig ist, finde ich. Okay. Welche Stadt müssen wir denn dringend modernisieren? Erfurt ist schon. Ach, genau, Städte umbenennen. Ja, das wollte ich nochmal. Moment, das habe ich mir irgendwo aufgeschrieben. Muss ich mal gerade meine ganzen Zettel hier durchwühlen. Also, es gab nur ganz viele Leute, die gerne wollten, dass ich Städte nach ihnen benenne. Wenn ihr das wollt, Leute, dann sagt mir das am besten in der PM. In den Kommentaren lese ich das nicht immer. Ich kriege nie alle Kommentare zu Gesicht. Ist irgendwie manchmal so ein bisschen verbuggt. Also, das eine war Münche Hagen. Wenn ich mich da richtig dran erinnere, dann Uruk benennen wir mal auch noch schnell um. Uruk nennen wir Freiberg. So, jetzt habe ich noch zwei Städte, die ich umbenennen will. Reims nennen wir Eisenhüttenstadt. Was leider nicht passt, Leute, es tut mir leid, die Stadt kann ich leider nicht so benennen. Warwickshire war noch die andere Sache. Ja, also Eisenhüttenstadt geht leider nicht. Entschuldigung, wer auch immer noch diesen Vorschlag gemacht hatte. Ich weiß jetzt leider den Namen nicht mehr. Ich kann es nicht mehr genau zuordnen. Es ist schon ein bisschen her, dass ich mir das aufgeschrieben habe. Also, Entschuldigung, Eisenhüttenstadt geht nicht. So. Und bitte, ach so, ja, wenn ihr wollt, dass ich eine Stadt nach euch benenne. Oder entsprechend euren Wünschen benenne, dann bitte aber richtige Stadtnamen, ja, also jetzt kein Blödsinn, keine Blödsinnsnamen, die nichts mit Städten zu tun haben, also sollten dann schon Städte sein, die es auch gibt, vielleicht die Stadt, in der ihr wohnt oder so, und wenn ihr das wollt, schreibt mir eine PM. Ja, immer noch die Frage zu klären, ich brauche wirklich den Kalender, um meine Ökonomie ein bisschen zu pushen. Und wir haben gleich die Möglichkeit hier, den Dschungel abzuholzen. Was macht denn ihr? Die bauen einen Bauernhof, dauert noch 3 Runden. Hütte dauert noch 4 Runden. Naja gut, okay, dann machen wir hier noch eine Stadt. Also ein Dorf. Nächste Runde. Dann gehst du mal hier hin. So, dann werden wir jetzt mal ganz kurz Eisenverarbeitung auf eine Runde pushen. Was wollte ich denn hier nochmal bauen? Ach, da ist der Bautrupp jetzt im Anschlag. Ich mag gerne christliche Klöster. Die bringen mit den 10% Forschung momentan noch relativ wenig, aber die sind eigentlich ganz cool. Der Tempel ist jetzt nur wichtig, wenn man unbedingt Zufriedenheit braucht. Was momentan hier in Lyon nicht so der Riesenpunkt zu sein scheint. Wir können den apostolischen Palast bauen. Ich meine, der ist immer interessant.
Damit kann man halt die Diplomatie sehr schön ausnutzen, sage ich mal. Ich denke, wir gehen aufs christliche Kloster. In Anbetracht der Tatsache, dass diese Stadt auch noch wachsen kann, oder sollen wir doch auf den christlichen Tempel gehen? Wir hatten momentan 7,7 Forschung. Wir haben momentan noch nicht so viel Forschung in Lyon. Gehen wir auf das Kloster oder? Können natürlich auch noch ein Katapult bauen. Oder noch einen Axtkämpfer. Die Zufriedenheit ist hier ganz gut. Der Priester ist natürlich ein cooler Spezialist in der Stadt. Der Forscher ist aber in der Regel immer der bessere, weil er einfach 3 Punkte Forschung mehr bringt. Und Forschung ist halt das A und O nun mal für uns. Der Händler wäre natürlich auch noch ganz cool, aber einen Krämer haben wir halt noch nicht. Und vor allen Dingen große Wissenschaftler sind halt sehr geil, weil die können eine Akademie bauen, die bringt 25% mehr Forschung. Hat man schon ganz gute Multiplikatoren. Ja, okay. Gehen wir aufs Kloster hier. Und kann ich mit dir noch irgendwo was Wichtiges machen? Ich will nicht hier alles hier oben haben. Wir müssen auch langsam mal so ein Handelsnetz ein bisschen weiter ausbauen. Momentan, du kommst aber ganz gut hier rüber. Hier haben wir eine Verbindung. Hier haben wir die Verbindung auch schon hergestellt. Wir haben halt keine Kavallerieeinheiten. Das ist noch so ein bisschen problematisch. Bauen wir mal hier dann so eine Hütte. Den Missionar schicken wir. Ich glaube, hier haben wir auch eingebaut, ne? Ja. Dann schicken wir den nach Freiberg. Du wartest hier. Den Missionar, den schicken wir nach Erfurt. Was sagt denn unser Finanzberater? Einheiten kosten 4 momentan. Das ist gar nicht so viel. Einheitennachschub 0 ist gut. Stadtunterhalt, Staatsform 25, Inflation 6. Ja, 2 Speerkämpfer, 3 Axtkämpfer, 3 Katapulte, das genügt eigentlich. Können natürlich auch hier noch einen Missionar bauen. Machen wir den Missionar. Oh, -8. Ey, wir müssen gucken, wird er einem Friedensvertrag zustimmen? Ja, habe ich mir fast gedacht. Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Okay, jetzt werden wir auch Eisen sehen, können den Dschungel abholzen. Und oh, ich sehe es schon direkt hier. Krass. Ja, die Frage ist jetzt natürlich, was für uns wichtiger ist. Ästhetik ist immer eine gute Forschung, wenn man mit der AI handeln will. Und führt halt zu Literatur, die halt recht wichtig ist. Der kulturelle Zweig hier ist überhaupt sehr interessant, wegen dem Nationalepos, das halt die Geburtenrate besonderer Persönlichkeiten verdoppelt. Kann man immer bauen, kostet 750, ist jetzt nicht so teuer. Marmor haben wir, wir könnten es also doppelt so schnell produzieren. Kalender wäre jetzt mehr so die Wirtschaftsausrichtung für uns. Ich würde aber sagen, wir gehen sogar fast aufs Alphabet, denn ich denke, Alphabet ermöglicht uns den Technologiehandel. Wir können mit Kyros ein bisschen handeln, können ihm vielleicht auch mal eine nicht so wichtige Technologie schenken. Dann wird er mit uns etwas zufriedener sein. Wir haben außerdem die Theologie erforscht, die wir gut verhandeln können mit anderen, Bauwesen und Mathematik. Könnte sein, dass Kyros die noch nicht hat. Das brächte uns dann wieder etwas näher an die Perser ran und ich glaube, sie sind auf jeden Fall gute Handelspartner für uns, was das angeht. Außerdem könnten wir mit Hammurabi vielleicht noch ein bisschen handeln. Hammurabi ist jetzt übrigens auch nicht ganz so entsetzt, dass wir hier Entschuldigung, Christen sind und keine Juden. Das macht ihm nicht so viel aus. Mit dem jüdischen Tempel, ich zeig mir mal nochmal die Stadt von innen.
Ja, 5,5 Forschung, das ist nicht viel, aber wir könnten es halt pushen. Wir stehen momentan auf Produktion, das brauchen wir aber vielleicht nicht unbedingt. Wachstum könnte hier der interessantere Aspekt für uns sein. Kloster natürlich noch interessant für die Grenzen hier. Wenn wir hier Trieren bauen könnten, das wäre natürlich interessant, damit wir Kyros hier vor weiteren Einfällen aufhalten. Und wir haben schon... wir haben schon Eisen irgendwo. Müssen wir gleich mal gucken, wo das ist. Wie viel Bevölkerung kostet das? 2 Bevölkerung. Ja, das ist mir aber ein bisschen zu krass. Ja, es ist schon ganz nett, dass man hier Bevölkerung halt opfern kann, um die Produktion zu pushen. Aber wir brauchen den Tempel halt nicht so dringend. Wir bräuchten eher mehr Wissenschaft. Dann machen wir das doch so. Gehen wir hier mehr auf Forschung. Machen mal das Kloster noch vorne dran. Bei 21 lohnt sich sogar der 10% Forschungsbonus. Wie sieht das hier aus, wenn ich hier jetzt auch auf Forschung gehe? 25 Runden fürs Städtewachstum, 6 für den Missionar, das ist okay. Wenn ich hier die Forschung nehme, ist es auch noch in Ordnung, finde ich. Hier würde sich dann auch zum Beispiel die Akademie äußerst lohnen. Wir schicken mal danach das Kloster in Auftrag. Okay. Wir gehen aber ein bisschen runter. Wobei, lass mich mal gerade hochrechnen. 12 Runden haben wir minus 150, dann haben wir das Alphabet. Da sind wir bei 13, 15. Ja, machen wir das so. In 13 Runden holen wir uns das Alphabet. Das ist gut. Hier haben wir gleich das Katapult. Den Aquädukt brauchen wir dringend, weil die Stadt durchaus noch eine Runde wachsen kann, meiner Meinung nach. Ja, das hier ist jetzt halt die Sache. Also, es ist in der Regel... Ach, wir haben noch nicht mal den... Wir können noch nicht mal einen Leuchtturm bauen. Sehe ich das richtig? Wie lange baut der noch? 14 Runden. Können wir keinen Leuchtturm bauen oder ist da schon einer drin? Ach, da ist schon einer drin. Habe ich den etwa zuerst gebaut? Dann habe ich hier nämlich einen fundamentalen Fehler gemacht. Ja, Tatsache. Oh, Jesus. Ja, es ist nämlich interessant, also vielleicht kann man das an der Stelle auch nochmal betonen. Es ist immer wichtiger, den Kornspeicher zuerst zu bauen und dann den Leuchtturm. Da habe ich das genau falsch gemacht. Ich bin so ein Trottel. Okay, aber wir brauchen das hier auf jeden Fall als Geldquelle. Sonst kriegen wir hier arge Finanzprobleme. Ja, Wachstum ist hier das A und O für die Städte. Vor allen Dingen, weil schon Kornspeicher und ein Leuchtturm drin ist. Wir können natürlich... Ah ne, wir sind schon hier voll. Ja, und dann nehmen wir das danach, genau. Du gehst auf Geld als Priorität Nummer 1. Genau, wir bleiben hier einfach bei Wissenschaft als Priorität. Geld machen wir hier noch gar nicht so viel. Und wir müssten erst noch die anderen Sachen abholzen. Alles klar, nächste Runde. Unsere Goldgräber sind in der Nähe von Warwickshire auf die Hauptader gestoßen. Wir sind reich, reich, reich. Oh, und wir kriegen jetzt zwischen 112 und 224 Goldstücken. Cool. Okay. Das ist gut. Wir beschleunigen mal hier die Abholzung des Dschungels, damit wir hier oben eine Mine bauen können, würde ich sagen. Wie viele Katapulte haben wir hier oben? 2 Axtkämpfer, 3 Axtkämpfer und ein Katapult und hier noch ein. Wie viele Katapulte haben wir hier? 3 Katapulte, ein Axtkämpfer und ein Speerkämpfer. Ja, wir müssen also gucken, Kyros wird leichter oder eher zu Verhandlungen mit uns bereit sein, wenn wir, naja, wir nehmen das Katapult mal noch mit, wenn wir ihm Paroli bieten können. Also wenn wir ihm wirklich hier klar machen können, Junge, du hast nur wenig Chancen gegen uns. Er muss also ein bisschen Respekt vor uns haben. Bei Kyros funktioniert das ganz gut. Da kommen die nächsten Trieren. Da wird eine Invasionstruppe drin sein. Oh, und wir haben Saladin getroffen. Arabisches Reich. Und er ist direkt angepisst. Das ist natürlich nicht so gut. Ich schaue mal kurz in meiner
bei meinem SivWiki.de nach. Saladin ist angeblich. Okay, gucken wir mal. Also allgemein, Militär und Religion sind seine Schwerpunkte. Er baut sehr selten Weltwunder. Er baut viele Militäreinheiten, ist mittelmäßig aggressiv, ist durchschnittlich in der Spionage aktiv, findet Handel nicht so wichtig, wird niemals eine Stadt vernichten, wenn er sie erobert hat und ist schon mal einige Zeit lang nicht gesprächsbereit, wenn man ihn verärgert hat. Andere Religionen sind für ihn immer ein großes Problem. Gleiche Religion findet er auf der anderen Seite sehr, sehr gut. Gemeinsame Kriegsführung ebenfalls. Wenn er verärgert ist, wird er mit uns Technologiehandel noch betreiben. Er wird uns Gesundheitsressourcen liefern. Er wird offenen Grenzen zustimmen. Und ja, also wir können noch ein bisschen was mit ihm handeln. Okay, dann sagen wir, er soll Frieden herrschen. Offene Grenzen macht er jetzt aber noch nicht mit uns, interessanterweise. Vielleicht ist es auch nicht mehr so ganz aktuell, was ich da noch neulich gelesen habe. 5 Runden für die Hütte. Das ist cool. Du kannst mir hier direkt die nächste bauen. Ich habe übrigens rausgefunden, dass die eigenen, also hier, das ist ja alles Ozean. Eigentlich könnte eine Triere gar nicht hier lang. Die Triere kann es aber doch, denn wenn das Ozeanfeld in der eigenen Kulturgrenze ist, ja, dann, also wenn das die eigene Kulturgrenze, das Ozeanfeld überlappt, dann kann die Triere merkwürdigerweise doch drauf schippern. Habe ich nochmal nachgeguckt. Und hier kann er ja dann hin, weil das Küste ist. Also das Ozeanfeld hier wird quasi als Küstenregion gerechnet. Das heißt, er kommt von der Küste auf die Küste auf die Küste und kann dann bei uns hier weiter schippern. Das mag ich halt nicht so wirklich. Okay, Freiberg kriegt direkt mal Christentum. Hoffentlich klappt's. Es ist nicht gelungen, die Religion Christentum in Freiberg zu verbreiten. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht so gut. Ich möchte das nämlich gerne haben, damit meine Einheiten hier ein bisschen. Machen wir mal das Kloster weg, machen wir mal direkt noch einen Missionar hinterher. Damit die Religion hier ein bisschen mehr verbreitet wird und die Städte die Gebäude schneller produzieren. Um ein Viertel würde sich das übrigens rentieren. Die Araber sind ganz schön krass. Gucken wir nochmal gerade in die Diplomatie. Wo ist es? Hier. Also der einzige Krieg, der momentan am Start ist, das bin ich mit Kyros. Alle anderen sind eigentlich noch friedlich untereinander. Wir schauen mal. Saladin liebt Kyros. Er findet Hammu, genau, und Kyros findet Hammurabi nicht cool. Er mag aber Gilgamesch aus irgendeinem Grund. Was vielleicht auch mit der Staatsform zu tun haben könnte. Dann sind wir wahrscheinlich sogar sein Erzfeind, ne? Achso, nee, nee, sorry, ich wollte nicht mit dir schwätzen. Ich wollte nur mal gerade nachgucken. Okay, wie ist denn so unser Ansehen? Saladin mag uns nicht. Hammurabi so lala. Gilgamesch hasst uns natürlich. Wir müssen ja echt aufpassen. Also ich würde gern mit Kyros und mit Saladin zumindest gut stehen. Und wir handeln noch mit Hammurabi momentan. Okay, vielleicht finden wir da noch irgendwas Interessantes zum Handeln. Wir haben Edelsteine zum Handeln. Können mal gucken, aber ich glaube, hiervon brauchen wir nichts. Ach nee, okay, gut, der hätte gerne die Edelsteine. Und. Aha, müssen wir nachher nochmal gucken. Boah, -9, ey. Feindlich von Hammurabi. Vielleicht hat. Wir sind natürlich, was die Organisationsform angeht, sind wir sehr gleich gestrickt. Allerdings ist unsere Regierung anders. Das sind alles Despoten. Wir können uns mit Hammurabi gut stellen, wenn wir das Erbrecht erfordern. Und hier sehen wir auch schon, da sind wir natürlich nicht so cool, weil wir unterschiedliche
Da werden wir nicht so grün werden mit Kyros. Der ist ein großer Fan vom Vasallentum und vom Feudalismus. Da müssen wir mal gucken. Okay, Technologien können wir noch nicht handeln. Ist noch nicht zulässig. Forschen wir also weiter am Alphabet. Gucken wir mal, wo er landen wird. Und wenn wir seine Entsatzarmee versuchen zu vernichten. Ich glaube, der Hagia Sophia insgesamt hat sich für uns gelohnt. Kyros hat 44 Gold zum Handeln. Paris kann das Bauprojekt Speerkämpfe unter Einsatz von 1. Muss man daher. Überschuss für die Staatskasse, Bevölkerung von München-Hagen, wächst nächste Runde auf 3. Das ist gut zu wissen. Dann wird es hier weiter in der Kasse klingeln. Ah, ich habe hier echt so einen schlechten Müll zusammengespielt. Nein, da ist unser Eisen, krass. Aber ich denke, ich werde mir trotzdem hier noch die Stadt holen. Halt noch nicht jetzt, aber später. Ja, da kommt was an. Okay. Die Moai-Statuen will ich nicht. Aber ich werde gleich ein paar Einheiten verlieren. Du kannst mir ja nochmal ein Katapult basteln. Okay. Wegen der Sklavenaufstände ist die Produktion in Paris vorübergehend zum Erliegen gekommen. Greift hart gegen die Rebellen durch, schlagt die Revolte nieder und stellt die Ordnung wieder her. Okay. Minus 1 Unruhe, minus 2 Bevölkerung und ein Unzufriedenheit. Alles klar. Dann stellst du erst die Ordnung wieder her. Das kostet ein bisschen Geld. Kostet eine Runde Unruhe und minus 1 Bevölkerung. Und so eine Runde Unruhe in Paris. Und nächste Runde wird es wahrscheinlich mit der Revolte weitergehen. Okay, dann müssen wir in den sauren Apfel beißen. Ich kann mir das nicht leisten, hier jetzt lange zu warten. Was haben wir da drin? Drei Katapulte und ein Krumm. Drei Katapulte und ein Krummslevelkämpfer. Das ist doch jetzt nicht wahr, oder? So habe ich nur 35%. Und wenn ich jetzt den Bonus gegen Belagerungswaffen wähle? Nee, lass mal gerade gut sein. Da will er dann natürlich mit dem Krummsäbelkämpfer blocken, ist klar, ne? Das Problem ist, dass seine Katapulte unempfindlich gegen Kollateralschaden sind. Also man kann, soweit ich weiß, mit Katapulten keinen Kollateralschaden an andere Katapulte machen. Wir nehmen deswegen mal den Erstangriff. Greifen mal an. Wir haben die Einheit verloren. Dafür haben wir seinen Krummsäbelkämpfer entscheidend geschwächt. Dann haben wir da mal das eine Katapult platt gemacht. Da haben wir noch ein paar Einheiten. Wie viel kriegst du? 50-50 nur. Nehmen wir mal die Stärkebeförderung. Das hat auch geklappt. Wir könnten jetzt natürlich hier mit unserem Supergeneral angreifen, aber der hat nur 68%. Da besteht also eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass wir den verlieren. Haben wir hier schon irgendwelche Einheiten befördert? Der hat Kollateralschaden, das will ich aber nicht. Nehmen wir mal den Erstschuss. Die Einheit Katapult hat im Kampf den Rückzug angetreten. Gut, alles klar. Dann ist natürlich klar, dass der das Ding nochmal damit blocken will. So habe ich 98%. Und mein Speerkämpfer, der macht das Katapulter mal noch weg. Und ich weiß nicht, woran ich hier gerade gebaut habe. Es wird wohl ein Weiler gewesen sein. Ich habe hier unten ein Katapult verloren, oder? Ja, ich glaube eins, ne? Kann ich denn. Ist die Frage, ob ich mit dem Axtkämpfer hier oben bleiben soll. Ich würde sagen, wir laufen mal runter. Wer weiß, was der Bursche uns da noch hinschickt. So, wir können jetzt hier noch einen weiteren Supergeneral machen. Und da bin ich jetzt aber noch nicht so sicher, ob wir das machen sollen, denn die AI lähmt die ganz gerne mal weg. Deswegen auch hier das Problem mit dem Heiler. Da hätte ich ein bisschen. Also, ihr seht jetzt momentan die Skills, die er hat. Er ist der Superheiler mit Bewegung und zusätzlicher Bewegung nochmal. Und es ist oftmals so, dass dass die AI dann ganz gerne angreift, die Einheit verteidigt als erste, weil sie manchmal die stärkste Einheit in der Truppe ist und dann verliert man sie. Deswegen werde ich den, glaube ich, möglichst lange als Axtkämpfer behalten und gar nicht großartig upgraden, damit er nie verteidigen muss nach Möglichkeit. Das ist, glaube ich, ganz cool. Wir gehen also hier hin und machen uns hier jetzt den Super-Experten. Das heißt, wir kriegen in der Hauptstadt nochmal plus 3 Forschung und unsere Einheiten dort kriegen nochmal 2 Erfahrungspunkte extra. Das ist mir doch ein bisschen lieber.
Davon haben wir auf jeden Fall was. Und zwei Mega-Generäle brauchen wir nicht wirklich. Da ist man im, da ärgert man sich immer, wenn man die verliert. Ja, wir könnten hier noch eine Stadt gründen ansonsten und hier. Aber mach die Tür bitte zu, Corinne, ja? Ach so, ja, ich dachte, du wärst schon weg jetzt. Nein, nein, das war nicht als Vermauern gedacht. Ich habe ja auch bitte gesagt. So, da bin ich wieder, sorry, musste. Hatte kurze Unterbrechung. Wo war ich stehen geblieben? Ja, also zwei super Generäle brauchen wir jetzt, glaube ich, wirklich nicht. Wir haben jetzt einige Truppen bei den Persern vernichtet. Wahrscheinlich würde aber erst nächste Runde zu Verhandlungen bereit sein. Nächste Runde. Zieht er auch schon wieder ab. Aber ihr seht schon, der ist also willens, uns hier platt zu machen. Könnten auch bei Zeiten nochmal ein neues Katapult dann hier hinbauen. Gucken, dass wir hier schnell das Bergwerk bauen können. Hier oben haben wir alle Modernisierungen, außer natürlich die Plantage. Die kriegen wir aber hier oben eh nicht. Dann haben wir hier irgendeine Ressource, die wir erschließen können. Hier fehlt noch der... Hier fehlt noch die Grenze. Wann expandierst du? In 59 Runden und Erfurt in 124 Runden und Orléans, ne, auch erst spät, 43 Runden. Ja, das dauert alles noch relativ lange. Müssen wir uns überlegen, ob wir hier noch was modernisieren, aber es sieht jetzt mal so aus, als bräuchten wir es nicht zwingend. Wir können natürlich hier noch den, wir können natürlich hier mal den Wald abholzen, das ist vielleicht noch eine interessante Option. Und dann baust du mir mal nach dem Speerkämpfer noch einen Katapult und dann den Missionaren. Und dann haben wir da auch noch ein bisschen Erfahrung mit drin. Was ganz cool ist. Dann schauen wir uns noch die nächste Runde an. Das gibt also Holz für Orléans. Okay, alles klar. Dann machen wir das halt in Herrgotts Namen. Du heilst dich. Den Missionar schicken wir dann in Herrgotts Namen mal nach Warwickshire und du bist ja fertig ausgebildet, du gehst hier hoch. Genau, du baust weiter das Katapult. Das ist halt eine sehr krass ausgebaute Stadt. Coole Sache, was ist das hier? Ah, okay, gut, das zeigt das an, alles klar. Mhm. Ja, wir schauen, wir machen uns nochmal gerade eine Übersicht. Wir gucken mal in die Städte. Ne, Moment, das ist die Forschung. Sekunde, ich wollte die Städte sehen. Das ist hier vorne. Was sind meine besten Forschungsstätten? Paris, Freiberg, Erfurt. Geh mal nach Freiberg. Da ist schon jüdisches Kloster drin. Ist ja cool. Ah, okay, gut, alles klar. Ja, vielleicht bauen wir ansonsten noch ein paar jüdische Missionare und verbreiten noch ein bisschen Doppelreligion hier, wobei das momentan natürlich nicht so gut geht. Aber ob das sinnvoll ist, das muss ich mir nur überlegen. Wir sind hier unten dann auch so weit durch. Die Mine da oben dauert nur 6 Runden. Das ist nicht so lange. Wir können natürlich hier noch einen Wald abholzen. Geh mal hier hin. Machen wir mal statt dem Bautrupp ein Kloster. Wenn ich auf Produktion gehe, habe ich das Ding in... Das Ding in 10 Runden und wenn ich auf Forschung gehe, habe ich insgesamt 12 Punkte. Das heißt, es bringt mir genau einen Punkt. Nee, dann holzen wir den Wald hier ab und gucken, ob wir das da beschleunigen können. Ansonsten holzen wir den Wald hier noch ab. Oder nee, warte mal, mach mir noch einen Missionaren. Mach mir noch einen Missionaren. Geh mal mit dem
Ja, so dauert das Alphabet eine Runde länger, aber der Missionar geht halt auch doppelt so schnell. Okay, gut. Dann, ach, dann machen wir den Part mal heute so auf 40 Minuten, oder? Ist ja jetzt auch nicht schlimm. So, den apostolischen Palast. Ja, ich weiß nicht, ob wir auf den gehen sollen. Wenn ich hier auf Forschung gehe, kriege ich 19 Punkte. Dann kannst du mir ein Kloster bauen. Dann bleib mal beim Standard-Setting. Oho, einige Straßen in der Nähe der Stadt Babylon wurden überflutet. So, das bringt für Paris. Ah ja, komm, okay, mach's weg. Ich weiß noch nicht, ob Kyros hier irgendwie einem Friedensvertrag zustimmen wird, aber wir können ihm jetzt Geld anbieten. Ich schlag dir ein, nee. Okay, dann gebe ich dir 100 Gold. Schlägst du ein? Nee, Moment mal. Ich gebe dir 50 Gold. Sehr gut, okay. Wunderbar. Das ist wichtig, denn ich will nicht, dass mit den Persern die Beziehungen noch weiter schlechter werden. So, mit Saladin müssen wir natürlich aufpassen und der ist gefährlich. Ich sehe leider nicht, wie viel Stärke er hat. Dann machen wir hier Schluss nach dem Katapult. Und sollen wir hier statt dem Katapult noch was anderes bauen? Wäre hier ganz gut gewesen, wenn ich hier noch hätte ein paar christliche Missionare bauen können. Dann fang doch mal an mit. Hier ist schon so viel Zeug drin, ne? Ne, okay, komm, bleib mal dabei. Okay, nice, nice, nice. Dann könnten wir natürlich noch hier weiter abholzen, aber ich weiß nicht, ob wir das müssen. Gehen wir hier hin. Machen wir hier mal den Dschungel weg. Gilt auch für dich. Ich würde sagen, wir nehmen einen Speerkämpfer und einen Katapult. Gehen hier oben nach Münchehagen. Gut, okay. Ich trinke mal noch ein Schlückchen Kaffee. Ja, spirituell schützend verärgert gegenüber Günther Shadow. Ja, reden wir mal über etwas anderes. Was haltet ihr von Kyros? Kyros würde ich mein Leben anvertrauen. Okay, reden wir über etwas anderes. Was haltet ihr von Auf Wiedersehen? Gut, 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 okay. Reden wir über etwas anderes. Was haltet ihr denn von Gilgamesh? Ne, von Hammurabi. Okay, vorsichtig. Bei Gilgamesch erfreut. Bei Saladin wahrscheinlich auch erfreut. Ne? Müssen gucken, dass wir ihn auf erfreut kriegen. Dann haben wir einen guten Verbündeten da drüben. Aber ich kann auch schlecht irgendwie zum Hinduismus überlaufen. Ich will sehr, sehr gerne hier die Währung haben. Das wird es wirklich einfacher machen, hier weiter voranzukommen. Ja, Münchehagen hat die Kaserne fertig, das ist gut. Bauen wir hier mal eine Mine. Ich möchte einen Handel vorschlagen. Offene Grenzen. Ich schlag dir ein. Okay, gut. Dann kommt er da auch wieder mit seiner Einheit raus. Dann möchte ich dir nichts vorschlagen.
Günther Shadow der Glorreiche. Toynbee hat sein Lebenswerk verbracht. Die größten Zivilisationen der Welt. Da sind momentan wir. Ja, das kostet uns aber auch eine ganze Menge. Dann kommt Saladin. Eine unbekannte Zivilisation. Kyrus nochmal eine unbekannte. Hammurabi und Gilgamesch. Okay. Ach, das ist schon eine christliche Stadt. Warum sehe ich denn das nicht? Da unten ist es irgendwie ganz klein. Ah ja, okay, gut. Dann blend das mal aus. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Ich lauf halt hier rüber. Okay. Ja, hier wird dann das Kloster fertig. Schauen wir nochmal rein. War hier irgendwas Wichtiges? Nee. Gut, das Feld hier ist ja leer. Dann lauf mal hier hoch. Okay, das hat geklappt. Dann ist das jetzt auch eine christliche Stadt. Danach müssen wir gucken, dass wir das für Freiberg auch noch hinkriegen. Also mit dem Bautrupp machen wir dann hier auch noch den Dschungel weg und bauen hier irgendwie, keine Ahnung. Nee, ich muss das doch einblenden, damit ich das direkt sehe. Und bauen dann vielleicht auch noch ein Dorf. Ja, wir haben insgesamt, also ich muss es sagen, ich habe, wir haben insgesamt wirklich eine sehr, sehr schlechte Ausgangslage erwischt. Wir haben nur wenig Felder, die wirklich sich agrarisch rentieren. Also ihr seht es ja auch hier. Wir haben halt hier ein paar bei diesem See. Das ist halt noch, das sind halt noch gute Felder. Aber wir haben sehr viele Steppe oder was ist es, Ebene, ganz normale Ebenen, ohne, also kein Grasland, die agrarisch also unproduktiv sind. Wir haben viel Wüste bei uns, also relativ viel, finde ich. Also das geht ja auch hier so rum, ja. Also es ist schon ein großer Teil unseres Territoriums, den wir da nicht besiedeln können. Wir haben viel Dschungel hier oben gehabt, also. Und wir haben immer noch viel Dschungel oben. Das ist natürlich auch nicht so gut. Von den Specials, zeig mir die nochmal. Da könnten wir uns jetzt auch nochmal drum kümmern, dass wir dann mal in Bälde mit Wein handeln können. Vielleicht holen wir uns Monarchie von einem von denen. Ist halt wichtig, dass wir hier die... Bestellen wir die alle drei, jawohl, gut. Und wir haben halt Muscheln, Fisch bräuchten wir noch. Also vielleicht bei Zeiten doch noch eine Siedlung hier unten, auch wenn die nicht so rentabel sein wird. Und vielleicht noch eine hier wegen den Krabben und dem Wal. Mal gucken. Worte haben die Kraft zu zerstören oder zu heilen. Wenn Worte wahr und zugleich gütig sind, können sie unsere Welt verändern. Ja. Sehr nice. Wir haben jetzt das Alphabet, das heißt, wir können Technologiehandel betreiben. Und dann gucken wir mal gleich, mit wem wir da handeln können. Hammurabi hat die Technologie Bogenschießen, Kalender, Monarchie. Kyrus hat Technologien, Handel, Bogenschießen und Währung. Ja, Währung hätte ich gerne von Kyrus und Kalender hätte ich gerne von Hammurabi. Okay, wir forschen jetzt, Ästhetik vielleicht oder so, das kann man eigentlich auch immer ganz gut traden. Kompass ist noch eine gute Technologie zum Handeln. Wird von der AI immer erst relativ spät erforscht. Wir können auch natürlich Richtung Optik gehen. Oh, da brauchen wir aber viel für. Metallguss ist gut wegen der Schmiede. Manchmal kann man sich den aber auch ganz gut ertraden. Also erhandeln, Entschuldigung. Gesetzgebung ist noch interessant. Vielleicht nehmen wir Gesetzgebung. Feudalismus ist natürlich cool, da brauchen wir aber Monarchie vorher. Wir gehen mal auf Gesetzgebung. Das ist immer eine sehr beliebte Technologie. Kastensystem ist halt natürlich sehr cool für uns. Das Kastensystem ermöglicht es uns unbegrenzt, hier seht ihr es unbegrenzt, Künstler, Wissenschaftler und Händler, was halt ziemlich cool ist als Spezialisten in den Städten. Plus eins durch die Modernisierung Werkstatt. Da müssen wir uns dann überlegen, ob wir da vielleicht ein paar Weiler umrüsten. Momentan fahren wir ja aber noch ganz gut damit. Okay. Ja, dann werde ich jetzt auch gleich hier Schluss machen mit dem Part. Wir gucken noch, dass wir hier eine Straße hinbauen, weil Monarchie hätte ich halt schon gerne. Das macht es einfach viel, viel einfacher für uns. Dann holen wir uns in Herrgottsnamen noch den anderen Bautrupp, damit wir den nochmal fertig haben. Müssen wir mit der Forschung vielleicht auch gar nicht so hoch gehen. Wenn wir auf Geld gehen, dann... Weiß ich nicht. Und wir bauen hier das Kloster. Aber Wachstum in 11. Das bringt nur ein Gold, ne? Gehen wir nochmal drauf. Wachstum in 10.
Die Wachstumsstufe würde ich mir schon noch gerne holen. Wie sieht es denn aus mit Wissenschaftler? Auf der anderen Seite produzieren wir hier nicht wirklich viel Nahrung. Das ist echt, das hier sind solche Schrottfelder bei der Stadt. Es taugt einfach nicht viel. Und sagen wir so, jeder Bürger verbraucht ja in etwa auch zwei Nahrungen oder eine Nahrung zumindest. Ne? Wo ist es hier? Da, verbraucht 16. Und wir erzeugen 18. Wenn wir auf Nahrungsproduktion gehen, erzeugen wir 20, verbrauchen 16, haben wir plus 4. Aber das wird ja nicht unbedingt einfacher für uns dann, ne? Das heißt, wir hätten beim nächsten Teil mit einem Wissenschaftler Stagnation. Gehen wir doch direkt auf Wissenschaft. Das Wachstum hier lohnt sich nicht so krass. Es ist keine gute Stadt hier. Keine gute Stadt. Wir haben hier auch überhaupt keine besonderen Ressourcen eigentlich, oder? Ja doch, die Schafe. Okay, gut, aber das ist auch alles. Ansonsten ist es hier eine sehr, sehr schlechte Stadt. Eine Stadt wollte ich eigentlich auch noch bauen, ja. Aber da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, vielleicht bis wir die Gesetzgebung haben. Gehen wir ruhig mal auf 20%. Wir haben durch unsere Spezialisten halt viel Forschung, aber überlegt mal, wie viel schneller wir sein könnten, wenn wir uns hier clever anstellen würden. Ja, für die Araber ist es natürlich furchtbar, dass wir hier in den Fängen einer heidnischen Religion sind. Wollen wir mal gerade gucken, wie das diplomatisch aussieht, wenn wir jetzt mit Hammurabi und mit Kyros handeln. Aber ich glaube, die sind ganz gut miteinander, Hammurabi und Kyros. Oh, nee, die mögen sich, aber die mögen sich genauso wenig wie wir, ne? Ein bisschen weniger. Aber das ist halt nur minus 1, das ist ganz gut. Und mit Gilgamesch, den mochte er doch, ne? Dann können wir mit Gilgamesch vielleicht mal handeln. Also es ist halt schon, optimal wäre natürlich, wenn wir mit Saladin handeln würden, weil, oh, Krieg mit Ragnar, den haben wir noch gar nicht getroffen. Und schlecht feindlich mit Ragnar. Okay, gut zu wissen. Ja, Hammurabi ist sein Erzfeind. Da müssen wir aufpassen. Also wenn wir mit Hammurabi handeln, dann wird Kyros das überhaupt nicht toll finden. Vielleicht sollten wir doch gucken, dass wir dann gegen Babylon mal irgendwann ins Feld ziehen, wenn wir uns hier noch ein bisschen weiter ausgebaut haben. Ist vielleicht eine coole Idee. Schauen wir nochmal zum Schluss in unseren Staatsformenüberblick. Plus 1 durch Gemeinde, das wäre halt natürlich Kick-Ass, aber am Anfang ist das hier wegen den Spezialisten einfach besser. Theokratie könnten wir uns irgendwann noch überlegen, ob wir das machen, aber erstmal sind wir momentan noch mit der organisierten Religion besser dran. Die Theokratie kostet halt ein bisschen weniger, aber dann hätten wir wieder Revolution und so weiter, ist nicht so toll. Merkantilismus ist geil, kommt aber immer relativ spät. Leibeigenschaft ist eher uninteressant, da ist mir das Kastensystem eigentlich lieber. Und Vasallentum, ja, das ist nicht so toll, glaube ich. Das ist nämlich relativ teuer vom Unterhalt, ja. Könnte aber für uns wichtig sein, weil wir dann bessere Verhältnisse mit Kyros bekommen. Also sagen wir mal so, gucken wir doch mal, dass wir Kyros als Verbündeten so in der nächsten Zeit irgendwie erwerben können. Ja, dann bedanke ich mich bei euch. Es war jetzt ein langer Part. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Ich hatte ihn auf jeden Fall. Es geht dann in der nächsten Runde weiter mit Massive Technologiehandel. Ich freue mich und sage macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.